So, dann gucken wir uns mal The Circle of the Death an. Oder nur Circle of Death? Was denn jetzt? Circle of Death oder Circle of the Death? Hä? O for Destruction? Oder soll das eine 0 sein? Nee, ist das ein O? Ist ein kleines O. O for Destruction. Hä? O für Zerstörung? Was soll das bringen? Warum O? Für Oh mein Gott, oder was? Oh mein Gott, of Destruction. Vor allem ist die Map anders. Ach nee, klar, das war ja das Screen, weil wir die Map gerade fertiggestellt haben. Also, bla 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 of Death war das die Map, die wir vorhin, also letzte Map, die wir gespielt hatten. Und nicht jetzt die hier. Gut. Ja klar. Ja klar. Ernsthaft? Ah ja, komm. Das mit dem Anfang machen wir nochmal richtig. So. Perfekt. Aber hier einen ordentlichen Startpunkt. Du kannst gleich mal von dann gehen. Na komm ruhig her, trau dich. Bitch, ich warte noch auf dich. Wo auch immer du jetzt gerade bist. Hallo. Hallo. Ach, da hinten. Die schippt ihr jetzt nicht? Arschloch. So, warum schippt er da hinten nicht? Fuck. Gut, erstmal hier unten freiräumen. Oh Mann, Alter. Das wird aber schon wieder eine Map hier. Also während die ersten Maps vor allen Dingen verschickert wurden, wenn jetzt die nächsten Maps wahrscheinlich auch stärker. Nicht stärker, sondern schwieriger. Von wo denn? Oh, Alter, dieses Gitter hier. Von wo denn? Ich sehe einen Scheiß. Das Licht ist auch nicht wirklich. So. Kann auch durchschießen. Aber wie kriege ich den Händen nicht erledigt? Oh, Feierabend jetzt hier. Meine Fresse. Gibt's doch ja nicht. Noch mehr? Haha, danke. Ich bin deiner Schuld. Trotzdem musst du sterben. Sorry, so ist das Leben. Doch, Alter. Aber doch klar, die sehen mich, aber ich sehe sie nicht. Da war noch einer, da hinten. Komm raus. Komm raus. Fuck you. Wow, 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 wow. Wenigstens bin ich hier relativ gut geschützt. Meine Fresse, dieses Gitter hier ist aber auch echt behindert. Komm her jetzt hier. Achso. Geht doch. So, hier ist definitiv noch einer. Mindestens einer rennt da hinten noch rum oder ist schon rumgekommen jetzt hier. Mittlerweile. Aber einer hat noch überlebt hier auf dem Ring. Auf der Ringbahn. Oh. Ne Junge, du musst sterben.
Eigentlich habe ich das jetzt gerade nur auf richtige Gegner abgesehen. Also Zombies, also welche, die halt mit scharfer Munition schießen. Aber ich glaube mal, diese Pain-Elemente oder wie die Viecher heißen, die müssen definitiv sterben, weil die schießen hier mit Lost Souls um sich. Und die Lost Souls können zwar noch nicht gefährlich werden, weil das ein Gitter ist, wo sie nicht durch können. Aber sobald das dann irgendwie offen ist, war's das dann. Und das ist mir doch echt nochmal zu blöd für die Lost Souls. Also müssen sie weg. Oh, hä? Ist der am Boden? Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Wow. Gut, ich geh mal von der anderen Seite ran. Erstmal hier unten speichern. Ja. Und jetzt gehen wir mal rechts rum. Oder links rum? Links rum. Wow. Da ist ja der Typ, der vorher rumgerannt ist. Lebst du noch? Nee. Ist da ein Pain-Elemental oder? Oder laufen die einfach nur so rum? Egal ob die jetzt da grinnt. Oh! So was passiert immer zu lange zögert bei den Viechern. Okay, alle weg. Schließlich höre ich keinen mehr. So, dann machen wir diese Idee klar. Okay. Wo denn? Ich habe hier gerade welche von den Imps gehört, aber keine gesehen. Also die hätten wir. Was? Alter, wo kommt der denn jetzt her? Wollt mich alle verarschen? Neuer Volkssport hier, Ronny verarschen. Ich glaub's ja. So, okay. Zuallererst machen wir das hier. Wo denn? Hä? Wo ist denn der rote Pinky hin? Ist auch egal. Da muss ich hin. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Och, ne, komm. So. Einmal alle herkommen, bitte. Was gibt's hier Saures? Viecher, die mir auf den Sack gehen, gehen mir gleich schon auf den Sack.
Dafür gibt es primär eine Lösung. Und die beinhaltet 5 Minuten bei 180 Grad. So. So viel zu dem Thema, Bitch. Okay. Zweiter Versuch hochzugehen. Hä? Hä? Oh! Ach, von hier kam der Imp. Ja, leck mir doch. Egal. Ich will das nicht noch bekommen. Geht doch. Fallt er schon wieder hier. So. Alter, wie schießt der schon wieder auf mich? So, hier ist mein Freund. Das hier ist schon wieder nice. Wieder ein paar Geheimgänge. Die man erkunden kann. Gut, hier geht's nicht weiter. Gut, dann hol ich erstmal meinen Freund hier ab. Wieder auch einer mit einer Minigun. Sehr nice. Und ich muss jetzt hier irgendwie zurück, ohne hier gleich unten zu sterben. Was ist das denn? Oh. Ein bisschen Hilfe. Gut. Wie komme ich jetzt hier günstig zurück, ohne dass ich hier gleich sterbe? Das da sieht so aus, wie als wenn man darauf könnte. Aber das werde ich niemals schaffen, den Sprung. Na gut, drei Versuche nehmen. Was? Ach, leck mich doch. Schieß ihn ab! Dafür nicht. Kann man überhaupt drauf? Nee. Wie kommen wir denn hier rauf? Oh, Alter. Leute? Hier bin ich auch falsch. Alter! Der klemmt sich schon wieder an den Wänden hoch. Ja, dieses Springen. Warum ist das so? Wow, hier kann ich hoch. Ah, genau. Bring ihn um. Gut. Achso, gut. Oder da vorne. Das geht natürlich auch. Habe ich da doch einen relativ glimpflichen Weg gefunden. So. Ach Gott, hier sitzt der hier mit dem Archweil. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe mal nach Hause. Und werde heulen. Gut, wir haben allerdings da scharf Munition, 100er Pack. Hier auch noch mal. Gut, dann werden wir mal den Archpfeil ein bisschen mit dem hier penetrieren. Hello? Alter, wie viel hält denn der aus? Oder war das gerade, wo ich kurz eine Pause gemacht habe beim Schießen? Kann doch nicht sein, ey. Na, meine Fresse. So. Geht doch. Dass sie immer so viel Schaden machen müssen. Ist doch voll unverhältnismäßig und so. Ich bin der Gott dieser neuen Welt. Respektiert mich. Oh. Ein Pentagon. Im Pentagon. Ich bin sozusagen sowohl von oben als auch von unten penetriert. Ich weiß nicht mehr wo, aber es gab doch noch einen Remake von Doom,
Da gab es hier noch mal auch noch einen geheimen Gang. Keine Ahnung mehr, welches Level, welches Pack das war. Es war allerdings von dem Grad der Verbesserung bei weitem nicht so gut wie das hier. Also das ist definitiv eins der besten Packs, die ich insgesamt schon gesehen habe. Also das ist wirklich hier schon... Das Map Pack hier von der Wertigkeit ist schon... Ja, ich weiß nicht, ob gleich auf oder noch ein bisschen dahinter, aber so irgendwo bei Extermination Day. Danke. Nein! Oh. Mm. Uns fehlt ein fucking Schrot. Und der... Ich fick an deine Oma. Gibt's irgendwo... Nein, das wollte ich nicht. Gibt's irgendwo Schrot? Damit mein Schrot voll ist und ich nicht allen möglichen Scheiße mitnehme. Aus Versehen. Hallo? Schrot? Ach, hier ist auch noch Schrot. Leck mich. Da, jetzt gibt's irgendwo Schrot. Ich hab jetzt hier keinen Bock, die nächstbesten Pack aufzusammeln. Ist doch scheiße. Was das behindert. Ja genau, erledige ihn. Erledigen sie alle. Mach sie alle platt. Ah. Gut, machen wir es ein bisschen anders. Damit sich das dann wenigstens lohnt. Ah ja. Lohnt sich immer noch nicht wirklich. Wir brauchen gerade mal 8 und nicht 20. Okay, ich versuche einfach mal ganz vorsichtig dran vorbeizulaufen. Ha, Glück. Na gut, hier müssen wir auch... Ach, leckt mich doch alle am Arsch hier. So. Ah. Das finde ich immer ein bisschen blöd, dass man sich aussuchen kann, so nach dem Motto, weil normalerweise gibt es ja Spiele, da muss man, wenn man bei dem Ding dran steht, noch die Use-Taste benutzen, um die Dinger wirklich sozusagen aufzunehmen. Weil Doom ist es halt leider so gelöst, dass sobald man drüber läuft, man die Dinge automatisch aufsammelt. Was natürlich ein sehr großer Verschwendungsfaktor ist. Gut, er hat alle umgebracht. Kann ich jetzt hier ganz beruhigt drüber laufen? Oh, was machst du denn hier? Hast du kein Zuhause? Oh, na schau mal einer an. Gut, hier muss ich auch wieder aufpassen. Hier ist auch nämlich so eine Schachtel. Da. Ha! Hab's halt geklickt. So, was auch immer sich jetzt gerade geöffnet hat. Nein! Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Ist doch nicht mehr normal, ja. Leck mich doch am Arsch. 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 So. Gut, ich weiß immer noch nicht, was sich geöffnet hat. Speichern. Ach klar, hier unten, der Steg, da. Da war ja was. Das Ding gibt's ja hier noch. Gut. Danke. Boah, jetzt sind immer noch zwei von den Schrot, halt, also ich werde immer noch davon geplagt, die Seiden, das nächstbeste mitzunehmen. Also so traurig. Es erbricht mir quasi mein kleines, ja, wie heißt das? Keine Ahnung. Na hier, alles aufsammeln müssen. Genau. Mein kleines Messi-Herz. Hallo, mach ihn fertig. Und dann komm runter. Arschloch.
So, hier irgendwie ein Geheimgang, genau. Da hinten ist noch eine Tür. Wo ging die hin? Ach so, ist nur Dekoration. Ach, leck mich doch, gut. Dann... Hä? Ich wollte gerade fragen. Ganz schön dunkel hier. Danke dafür. So. Ah, okay. Ein Raketenwerfer. Ah, komm. Fuck. Na gut, andererseits ist mir das auch mittlerweile fast egal. Ich meine, wir kriegen hier richtig Rüstung, wir kriegen hier auch danke. Also Rüstung und volles Leben kriegen wir hier auf jeden Fall. Blaue Rüstung und blaue Kugeln gibt es hier. Von daher soll mir das jetzt erstmal egal sein. So, von denen hier haben wir am meisten Munition in der Map rumliegen. Na gut, andererseits. Aha. Ah ja, hab dich gesehen, kleine Bitch. Das da? Bist du jetzt bei mir? Nee. Ach du Kacke. Komm her, komm her, Junge, komm her. Wo sind da zwei? Alter, sind da vier? Holy moly! Oh! Alter, in welchen Abständen beißt der denn bitte? Ah. Oh, Alter! Hallo! Ist mal gut hier! Ist doch nicht mehr normal hier! Fuck! You! Digga, wie die einfach dreimal pro Sekunde zubeißen. So. Gut, hier sind wir voll. Hier ist ein Dekorations. Müssen wir jetzt hier runter. Erstmal machen wir Waffencheck. Gut, wir können uns eigentlich also komplett auf die verlassen. Oha. Das war gerade mein Fehler. Habe ich nicht gesichert. So, damit müssen wir jetzt eigentlich alle Gegner haben, soweit. Dann kann ich jetzt in aller Ruhe die Dinge hier aktivieren. Hoch mit dir! Perfekt! So, da wäre das Ende vom Level und hier ist noch ein Secret. Tada! So, na dann? Munition auffrischen und dann ab ins Ziel. Das will ich jetzt mal so sagen. So, da hinten... Alter! Hä? Wieso bin ich jetzt so schlecht im Springen? Also doch den Umweg gehen. Doch nein, Alter, ich kriege gleich eine. Kriege ich hier gleich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, okay. So. Munitionstechnisch sind wir jetzt endlich wieder komplett aufgerüstet. Das einzige, was wir noch nicht ganz haben, ist Hell. Achso, das ist diese komische Dämonenenergie. Gut, dann können wir jetzt ganz beruhigt ins Ziel gehen. Boah, Alter.
dachte schon, das war das wieder. Hä? Oh! Ah! Oh. Ja, wer meine... ich habe ja selber ein Map-Pack schon... Also bin gerade dabei, selber ein Map-Pack zu erstellen. Und wer da Map 2 und Map 3 gesehen hat, der dürfte mittlerweile schon fast erahnt haben, dass ich Gleise liebe. Das wertet einfach die Maps so ungemein auf. Ich meine, gut, es wird zwar nie was sowas wie Züge geben, wobei man kann Züge schon relativ leicht implementieren, was jetzt so fahrende Wagen angeht. Hat man ja schon in meiner Map gesehen. Habe ich das gespeichert? Ja, habe ich. Hat man schon in meiner Map gesehen, dass ich da mit diesen bewegenden Blöcken praktisch Züge andeute. Beziehungsweise bei Extermination hat man auch gesehen, wo man selber in einem Zug drin ist, mit diesem Scrolling Texture, wo dann auch den fahrenden Zug simuliert wird. Also kann man schon ein bisschen was machen, aber alleine, dass das Gleise da sind, das schafft einfach Atmosphäre. Na gut, schau mit V.